Leute, hier ist wieder Turbo Torben und heute geht's weiter mit den Turbo Freestyle Martial Arts Handtechniken. Letztes Mal hatten wir den Vorstoß, den könnt ihr euch in der Infokarte reinziehen, aber heute gibt es den Handkantenschlag. Als allererstes erkläre ich, wie man eine richtige Handkante macht, denn viele wissen das gar nicht, die schlagen dann irgendwie so. Das ist nämlich der erste Fehler, den man machen kann, der Daumen. Der Daumen gehört hier ran und auf Spannung. Der zweite Fehler, seht ihr schon in meiner Hand, dass meine Finger komplett gestreckt sind. Das macht man nicht, sondern man winkelt alle Finger so leicht an, dass es ein bisschen so aussieht. Das könnte genauso gut jetzt der Fingerstich sein. Ihr könnt hier mal Hashtag Fingerstich schreiben, wer das in dem anderen Video gesehen hat. Aber so ungefähr sieht eine vernünftige Handkante aus. Weicht natürlich ab, weil nicht jede Hand gleich ist, aber meine Handkante sieht ungefähr so aus. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil ihr euch sonst euren Daumen, wenn der irgendwie hier rumhängt, könnt ihr ihn ganz leicht brechen. Genauso, wenn der Mittelfinger oder allgemein, wenn eure Finger komplett durchgestreckt sind, können sie ganz leicht durchbrechen. Darum winkelt man sie ein bisschen an und dann sind die geschützt. Womit treffe ich bei dem Handkantenschlag? Ganz einfach, dieses hier, das ist die Trefferfläche. Das, was bei mir hart wie Stahl ist, nicht. Das hier ist die Handkante und hiermit wird getroffen, nicht mit dem Handgelenk, nicht mit dem kleinen Finger, sondern genau hiermit wird getroffen beim Handkantenschlag. So, ich zeige euch das, was ich gerade erzählt habe, jetzt einmal am Sandsack, ja? Also, hier ist die Trefferfläche. So, als nächstes machen wir die Ausführung des Schlages. Denn die Handkante holen wir, wie alle anderen Techniken, verkehrt herum. Wir fangen nicht so an zu schlagen und schlagen einfach so, sondern wir holen verkehrt herum von dem Ohr. Wenn ihr mit rechts schlagt, holt ihr bei eurem linken Ohr aus. Wenn ihr mit links schlagt, beim rechten Ohr. Also rechte Hand ans linke Ohr, verkehrt herum. Jetzt mit Rückzug drehe ich meine Hand und im letzten Moment ist sie vorne gestreckt. Am besten übt ihr das aus einer parallelen, neutralen Kampfstellung. Ja? Am allerbesten vom Spiegel. So, und jetzt hole ich mit meiner rechten Hand vom linken Ohr aus. Hier ist der Rückzug, aber beim Rückzug ist die Faust geschlossen. Jetzt drehen wir die Hand ganz am Ende ein und da ist der Handkantenschlag fertig. Jetzt wechseln wir die Hand. Die linke Hand geht zum rechten Ohr, die rechte Hand wird zur Faust und hier habt ihr wieder euren Rückzug und dann kommt wieder die nächste Handkante. Und das macht ihr immer im Wechsel, dass ihr einfach die Bewegung erstmal versteht. Wo trifft dieser Handkantenschlag? Entweder ihr schlagt eurem Gegner zum Kopf, da würdet ihr auf die Schläfe zielen, oder ihr schlagt auf den Hals. Aber wenn ihr Formen macht, vor allem wenn ihr Freestyle-Formen macht, würde ich noch tiefer gehen und ungefähr auf eurem Schulterlevel schlagen. So, weil es sieht einfach sauberer aus für die Form. Aber in der Verteidigung oder im Kampf würde man schon zum Kopf oder zum Hals schlagen. Was ich eben gerade meinte, also hier dieser rote Bereich wäre ungefähr meine Schulterhöhe. Wenn wir jetzt in der Realität wären und ihr macht irgendwie Wing Chun oder sonst was, könnt ihr bam, zum Kopf schlagen. Aber wenn wir jetzt in der Form wären, dann würde ich sauber auf meine Schulterhöhe schlagen. Ganz wichtig dabei ist der Rückzug, weil umso stärker, das ist das gleiche wie beim Vorstoß, umso stärker der Rückzug, umso doller kommt vorne die Handkante an. Der Handkantenschlag kommt nicht nur aus dem Arm, sondern der Handkantenschlag kommt aus dem gesamten Körper. Energieübertragung aus dem Boden in den Körper mit dem Rückzug und die Handkante vorne ist nur, wo getroffen wird. Ungefähr so. Ganz wichtig bei diesem Schlag ist, dass ihr euren Ellbogen nicht komplett durchdrückt, da könnt ihr euch ganz leicht hier im Ellbogen verletzen, sondern wenn ihr fertig seid mit dem Schlag, ist der Ellbogen leicht angewinkelt. Also ihr seid nicht über 180 Grad, sondern ihr seid leicht angewinkelt, nicht so überstrecken. Das ist nicht gut für einen Ellbogen. So, und für diejenigen, die immer fragen, wie oft soll ich das machen, wie viel Wiederholung, einmal am Tag, zweimal am Tag, macht es so oft ihr wollt. Solche Sachen, da könnt ihr nicht wirklich ins Übertraining mitkommen, sondern ihr könnt das jeden Tag trainieren, ihr könnt das immer trainieren. Es kann niemals gut genug sein. Ihr könnt immer noch an eurer Technik feilen. Bei mir ist es auch nicht perfekt. Nie gewesen und wird auch niemals sein. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Üben, üben, üben. Es wird immer nur besser werden. Feilt an eurer Technik und da könnt ihr nichts falsch machen. Viele Leute machen den Fehler, dass wenn sie auch beim Vorstoß oder bei der Handkante, wenn sie richtig doll schlagen wollen, dass sie dann sich komplett verkrampfen und alles anspannen.
Und wenn du total verkrampft und angespannt bist, kriegst du keine Energie in deinen Schlag rein. Darum muss der Arm, es muss locker sein. Ich habe schon mal in dem Fauststoß-Tutorial gesagt, bei der Faust, stellt euch vor, euer Arm ist eine Kette und eure Faust wäre eine Metallkugel, die ihr nach vorne schleudert. Und stellt euch nicht vor, dass es eine Eisenstange ist, die ihr irgendwie nach vorne bewegt. Und das gleiche Prinzip gilt auch bei der Handkante. Ihr schlagt locker, aber im letzten Moment müsst ihr einrasten. So, das war das zweite Tutorial zu den Turbo-Torben Freestyle-Handtechniken. Wie gesagt, es ist kein reines Karate und kein reines Taekwondo. Es ist Freestyle. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Grundsätzlich sage ich euch nichts, was falsch ist oder was ich meine, was falsch ist. Und ja, bald geht es weiter mit weiteren Schlägen, weitere Blöcke und dann bauen wir auf Choreografien auf. Zum Beispiel sowas. So Leute, und wenn ihr das Tutorial jetzt hier zu Ende geguckt habt, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag Fingerstich, dann weiß ich, wer von euch bis zum Schluss guckt und wer nicht.